Der Internationale Frauentag ist für mich ein Tag, an dem wir uns alle bewusst werden sollten, dass es noch sehr große Unterschiede gibt zwischen weiblichen und männlichen Menschen auf dieser Welt. Für mich persönlich ist der Internationale Frauentag sehr wichtig, weil einerseits die bisherigen Erfolge der Frauen bzw. der Frauenrechtsbewegung gefeiert werden, aber auch natürlich weiterhin auf Diskriminierung und Ungleichheit aufmerksam gemacht wird. Am 8. März soll jede Frau den Power geben und wichtig ist, dass es denen bewusst ist, ihn zu haben. Also wenn ich an den Frauentag denke, denke ich immer an das Wort Stärke, denn die Frauen werden immer erfolgreicher und immer selbstständiger. Wichtig ist für mich die Gleichstellung von Frauen im beruflichen Umfeld, angefangen mit der gleichen Bezahlung bis hin zur Chancengleichheit für Mann und Frau. Der Weltfrauentag bedeutet für mich eine Erinnerung daran, wie stark wir Frauen sind und was wir alles bewegen können. Ganz klar, meine Mama. Meine Mama hat mir schon immer gezeigt, wie man auch durch schwierige Situationen durchkommen kann, auch indem man immer wieder an sich selbst und an seine eigenen Stärken glaubt. Und das hat mich schon von klein auf sehr inspiriert. Wenn ich an erfolgreiche Frauen denke, dann kommt mir zuerst Angela Merkel in den Sinn, die es in ihrer Regierungszeit in einer anderen männerdominierten Branche geschafft hat, das eigene Land erfolgreich durch verschiedene Krisen zu führen und als mächtigste Frau der Welt auch eine internationale Führungsrolle zu übernehmen, wo ihr viel Anerkennung und auch Respekt zuteil wurde. Die Frauen, die mich am meisten inspirieren, sind meine Mama und meine Schwester, weil sie eben jeden Tag zeigen, wie stark sie sind und sich jeden Tag Ziele setzen. Mich inspirieren tagtäglich ganz viele Frauen. Das können Arbeitskolleginnen sein, das können Freundinnen sein, das können Frauen sein, die ich auf der Straße treffe. Und das hat vor allem was mit der Ausstrahlung zu tun und mit dem, was diese Frauen transportieren. Ganz am Anfang war es das richtige Stellenangebot zur richtigen Zeit. Wichtig war es für mich von Anfang an, dass ich mich mit dem Unternehmenszweck und der Mission identifizieren kann. Eine entscheidende Hürde ist wahrscheinlich oft die Angst vor technischen Produkten. Hier kann es helfen, wenn schon in der Schule junge Mädchen mit speziellen Technikangeboten gefördert werden. Auch wichtig ist es, glaube ich, für neue Berufseinsteigerinnen schon positives Feedback von anderen Frauen aus der Branche zu bekommen. Grundsätzlich gilt, dass sich Familie und Karriere nicht ausschließen. Wir können beides haben, wenn wir das wollen. Für mich persönlich war es immer besonders wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen und fest im Leben zu stehen, dabei nicht abhängig zu sein. Das macht frei. Insbesondere an sich und seine Stärken zu glauben und sich auch von Hindernissen jeglicher Art nicht unterkriegen zu lassen. Und an alle Frauen da draußen, die gerade dabei sind, ihre Ziele zu erreichen. Ihr habt alles, was es dazu braucht, bereits in euch. Ihr schafft das. Glaubt an eure Ziele und an eure Träume. Seid fleißig und dann wird alles klappen. Ich würde sagen, jede Frau hat persönliche Stärken und muss sie erkennen lernen und ebenfalls in der eigenen Mitte stehen.